Ach Mist, das war noch nicht ausgewachsen. Das war noch nicht reif, das Zeug eben gerade. Verdammt. Aber egal. So, aber ihr seid fertig. Du nicht. Du bist fertig, du. Und du auch. Aber schon schwierig, manche zu unterscheiden, ne? Upsala. So. Gamescom. Gamescom. Schönes Thema, oder? Seid ihr auf der Gamescom gewesen? Weil ich frage das jetzt. Die Gamescom zurzeit steht noch an. Wir haben es gerade Donnerstag davor. Und meine Frage ist halt, ne, logischerweise, geht ihr auf die Gamescom? Seid ihr da gewesen? Wie war denn das da? Also ich weiß noch nicht, ob ich da sein werde. Ich habe ein Gewinnspiel mitgemacht. Ob das was wird, keine Ahnung. Falls es was wird, bin ich auch, natürlich auch da. Nee, aber meine Frage halt logischerweise an euch, wart ihr dort? Und falls ja, wie fandet ihr es dort? Und habt ihr rein zufällig vielleicht Gronkh auch gesehen? Der macht dort ja seine riesen LPT-Show, falls ihr alle, die nicht Gronkh gucken sollten, seine LPT-Show, das ist so ein Livestream, den er jeden Freitag um 18 Uhr auf myvideo.de macht. Und mit Sarazar zusammen. Und die ist ziemlich populär schon mittlerweile. Ich glaube, die haben immer so an die 60.000 Viewer oder irgendwas in der Richtung. Und, hier, auch alles genau richtig mitgenommen sogar. Nee, und da machen die jetzt so ein Riesending mit 4000 Zuschauern dann sogar. Und das muss ziemlich, ziemlich geil werden. Das wäre eigentlich so ziemlich der einzige Grund, warum ich mit auf die Gamescom gehen wollen würde. Mit meinen Leuten. Meine Leute haben nicht nachgefragt gehabt, ob ich mitgehe. Und ich bin am überlegen, ob das hier vielleicht gut aussieht. Sieht das besser aus oder eher nicht so, ne? Haben wir noch? Haben wir nicht? Ich hätte jetzt ein paar Treppchen ansonsten vielleicht da noch unten in die Ecke geklatscht. Oder, das kann man sogar eigentlich wirklich machen mit den Treppchen, oder? Also erstmal muss ich nochmal kurz auch den Glowstone ablegen, sowieso. Ja, es gefällt mir immer noch. Wobei ich was überlegt habe, das muss ich auch nochmal gleich kurz machen. Hier, ich habe sogar noch ein paar. Was ich ablegen möchte, ist auf jeden Fall das. Und das werde ich gleich bearbeiten. Das kommt weg. Der Glowstone. Das hier kommt nochmal weg. Obwohl, nee, das wollte ich aus, da wollte ich was ausprobieren mit. Das geht aber auch nur an einer Workbench. Dann kann ich es eigentlich auch erstmal hier oben lassen. Netherquarz mal wieder. So, das wollte ich dann mitnehmen. Du kommst auch weg. So, einmal kurz runter. Dann will ich nochmal gucken nach dem weiteren Faden. Und irgendwas anderes wollte ich auf jeden Fall auch gerade noch gucken. Hatte ich auf jeden Fall eben gerade noch einen dicken Plan. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr. Wie so oft. Na los, rennen. Rennen. Ach Mann. Jetzt rennt er schon wieder nicht. Gut, was haben wir hier drin? Nichts natürlich. Aber hier. Und hier haben wir auch noch ein paar Fäden. Und unsere 14 Diamanten. Oh, das ist so geil gewesen, Leute, oder? Das war so eine geile Tour. Dass das alles so gut geklappt hat. Ey, es ist so feierlich. Schwarzpulver? Nee. Ich brauche von hier nichts, ne? Ne, ich gucke mir das hier gerade an und dann fällt mir jetzt nichts direkt ins Auge, was ich haben wollen würde. Außer vielleicht ein paar Cobblestones noch. Und ich brauche, siehst du, um die Dings weitermachen zu können, um die EXP-Farm weitermachen zu können, brauche ich ja eh erstmal ganz, ganz viele Schilder. Ich werde mir zwei Stacks machen, weil ich meine Monsterfalle ein bisschen anders baue. Meine EXP-Farm. Schon wieder falsch gesagt. Genau. Zwei Eimer will ich mir noch machen. Und die dann auch mit Wasser auffüllen, logischerweise, ne? Da wir davon sehr viel brauchen werden. Und, jetzt mal kurz zu der Workbench da hinten. Bei unserem geliebten Hans Eisen. Hey, alles klar, mein Kumpel? Meister. Ich find's geil. So, wir brauchen eine Workbench. Wir brauchen das hier. Nein, wir brauchen... erstmal nur das hier. Ein paar Brötchen. So, wie so oft haben wir einen übrig. Und dann brauchen wir jetzt noch... genau, das wollte ich machen. Jetzt habe ich den Dings nicht mitgenommen. Nehm's auf. Den Slimeball, den einen, habe ich nicht mitgenommen. So, und ich habe jetzt übrigens im Vergleich zum letzten Mal, habe ich,
das Texture Pack mit den 256er wieder drin. Hallo? Wo ist der hin, der Enderman? Ist er in unsere Dings reingegangen? Nee, ne? Nicht, dass unser Hans Eisen jetzt gestorben ist, wie man ja an der Musik hört. Hier ist niemand gestorben, verdammt nochmal. War das so? Ja, Leine, da haben wir sie. Jetzt können wir NPCs anleihen. Und das will ich machen, falls wir halt ein Pferd finden. Will ich jetzt immer eine Leine dabei haben, damit wir die mitnehmen können. Was braucht man nochmal für die Pferde? Kleinen Moment, Entschuldigung, ich muss nochmal ganz kurz auf das Internet aufrufen. Erstmal muss ich das hier so oder so noch schließen. Und dann muss ich das hier öffnen und dann öffne ich mal kurz das hier, so hier rüber. Ich hoffe, das hat jetzt den Dings nicht geändert. Muss mal ganz kurz sagen. View. Nicht, dass jetzt eine neue Datei angelegt wurde. Heute ist der 15., ne? Ne, okay, gut, dann läuft die Aufnahme noch. Ja, so können wir es lassen. Das hier kann geschlossen werden. Und zwar Minecraft und dann das Wort Pferd noch dahinter. Die Pferdewiki. Was wollte ich hier jetzt nochmal? Oh Mann, ey. Züchten, genau. Ich wollte gucken, womit man die... Mit Zucker kann man die, mit Weizen... Verkürzt das Aufwachsen, okay. Mhm. Karotten logischerweise. Vielleicht kann ich kann die auch mit Brot anscheinend füttern. Ich glaube, ich nehme mal Zucker noch mit zur Sicherheit. Falls ich nämlich ein Pferd finde, möchte ich mir natürlich ein Pferd tamen. Oder zwei. Also ich werde zwar keins in der Höhle finden, aber einfach nur so an sich, falls ich meins finden sollte. So, Zucker. Und dann nehmen wir mal gleich 10 Stück mit zur Sicherheit. Und der Rest, der kann wieder hier rein. So. So, und jetzt wollte ich ja noch ein paar Sachen ausprobieren. Unter anderem brauche ich die hier jetzt, die Stufen dort hinten. Einfach nur um zu gucken, ob das gut aussieht eventuell. So nach einer Art Regal oder sowas. Hier hinten nämlich, und zwar das hier wollte ich nämlich ausprobieren. Ja, das klappt ja super. Will er die nicht miteinander verbinden? Wenn man das hier so reinpackt? Oder hier? Nee, natürlich nicht, aber... Ja, es sieht einfach nur mega scheiße aus. Gut, nee, dann lassen wir das so. Schade, ich habe gedacht gehabt, da würde ich hier vielleicht sowas draus machen. Ach, hier macht das auch nicht. Muss man erst so machen? Bleibt das dann so? Nee. Ja, schade, dass sie nicht so bleiben. Weil ich wollte daraus dann halt so ein Eckding machen, ne? Habt ihr ja gerade gesehen, so ein Um-Ecke-Ding quasi. Mal überlegen, ob man da vielleicht auch nochmal ausleuchten sollte, aber braucht man glaube ich nicht. So. Nehmen wir noch irgendwas? Nee, dann packen wir den, legen wir jetzt mal den Rest ab. Legen. Erstmal schön Sprung in der Platte gehabt. Hey. So, den Rest ablegen hier. Das Holz nehmen wir mit natürlich. Den Nether, diesen Stein nehmen wir, legen wir ab. Die nehmen wir mit. Die Workbench nehmen wir mit, das legen wir noch ab. Und das nehmen wir alles mit, obwohl hier unten in der Höhle finden wir eh nichts. Da lassen wir das einfach hier. So, den Apfel, den können wir dahin noch mit hinpacken. Und jetzt brauchen wir noch Schilder auf jeden Fall vorher, bevor es losgeht. Und wir müssen auch noch einmal pennen vorher. So, Gamescom 2013. Ich hätte eigentlich schon Bock hin, aber mir ist es einfach insgesamt nicht so wichtig. So, ich muss doch nochmal kurz ein paar andere Bretter mitnehmen. Obwohl, ich kann auch die verwenden eigentlich. Aber ich brauche trotzdem mehr. Hier nehmen wir mal die schon fertig sind, einfach mit. Und nochmal die Hälfte davon. Oder? Ne, komm, wir können die hier verwenden. Wofür brauchen wir denn ansonsten? Machen wir die mal gleich. Way. Komm, pennen wir zuerst. Damit wir danach nicht durch den Dunkeln laufen müssen. Durchs Dunkle. Ja, nom, nom, nom. Meister? Fragezeichen. Und ich muss nochmal ganz kurz wieder mein Aufnahmepad öffnen. Einfach nur, damit ich sehen kann, wie lange ich natürlich schon aufnehme. Wir sind ja schon in Folge 2 mittlerweile. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich die Folgen verkürzt. Einfach nur, damit ich mit den Folgen auch hinterherkomme, mit den 3 Stück am Tag.
weil das ansonsten ziemlich heftig gewesen wäre mit 20 Minuten Folgen, 3 Stück am Tag. Lieber 15, dann kann ich ein bisschen Material sparen, wisst ihr? Das wäre insgesamt dann doch besser. Dann ist es nicht ganz so anstrengend für mich. So. Genau, Schilder machen. Ich mache mir wie gesagt 2 Stacks. Also 2 16er Stacks. Also 2... Wie viel kommen bei einem raus? 3 Stück. Das heißt 3, 6, 9, 12, 16. Das heißt, man braucht 5. Also 10. Das hier nochmal weg. 1, 2, 3, 4. Und das geht nur 15? Ne, 16 sage ich doch. Ja, bleibt zwar eins übrig, aber das ist egal. Ein Stack bleibt dann übrig. Wumpe. Halt, da machen wir uns nochmal gleich 2 Truhen. So. Das sieht doch gleich schöner aus. 2 64er Stacks, jo. Ein Pfeil, der kann... Was soll ich mit den ganzen Pfeilen, ey? Ganz ehrlich. So. Huch. Wollte ich nicht. Hier nochmal das. Und die nehmen wir halt natürlich zur Sicherheit. Lassen wir die, glaube ich, hier. Ich weiß es nicht genau. Raus mit uns. Raus mit uns. Und wo wollen wir hin? Genau, runter. Runter in die Höhle. Aber vorher legen wir nochmal das Holz ab. Also das andere Holz. Die dunklen Holzer. Sag ich mal. Das helle nehmen wir mit hier. Und das eine Schild. Na komm, das können wir auch mitnehmen. Fangen wir damit einfach an mit dem einen Schild. Das wird ja dann nachgeladen. Ja, und die Eimer halt, ne? Machen wir mal den hier nochmal vor rein. So, und jetzt kommt der spaßige Teil. Ich glaube, wir sollten uns auch nochmal ein Schwert vorher machen, bevor es losgeht. Ein Ersatzschwert, man weiß ja nie. So, eins davon. Das kommt mal dahin. Und 2 davon. So, nun haben wir aber alles. Alles klar. So, die Höhle ist dort, der Eingang. Und zack. Hey, alles klar bei dir? Kuhlein? Wir begeben uns wieder in die Tiefe und wollen die Monsterschlucht weiterbauen. Und dafür brauchen wir natürlich, ihr habt es erraten, eine neue Playlist. Und zwar die Höhlen-Playlist. Die wir jetzt mit dem VLC-Media-Player wiedergeben. Ich hab dich auch lieb, Zombie. Und dich auch, Katzi. So, es geht ab. Ab nach unten zu unserer XP-Farm. Ach, das ist nur ein einzelner Schleim. Dafür brauchen wir ja keine Angst zu haben. Und die versorgen uns ja sogar mit unserem Rohstoff, den wir brauchen. Für unsere Sticky Pistons. So. Aber hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal lang, weil hier auch noch so ein Schwabbeldingsbums ist. Und der gibt uns sogar 2. Hey! Oh. Oh. Spinne? Bah. Da habe ich ja mega schlechte Erfahrungen mitgemacht. Das klappt irgendwie nicht ganz, ne? Da machen wir mal kurz den hier. Und zwar machen wir das Ganze natürlich so und so und nein! Was mache ich denn da? Los, nimm! Hat das jetzt geklappt? Ja, so hat das jetzt geklappt, ne? Dann können wir hier schon mal neu ausleuchten. Uah. Geht das jetzt weg? Wird das ganz weggehen? Was meint ihr?
Lava ist ja immer so ein bisschen lieber widerspenstiger. Was ich aber so oder so nochmal machen möchte, ist den hier.